Hallo und herzlich willkommen zur 7. Episode unserer Vortragsreihe Weltengeschichte. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, schön, dass ihr eingeschaltet seid. Vielleicht live jetzt auf weltengeschichte.de auf Joel Media oder auch später, wenn ihr das Video anschaut. Schön, dass ihr alle heute hier seid. Vielleicht gibt es einige von uns, die zum ersten Mal heute jetzt hier sind, bisher noch keine Episode gesehen haben, und wir wollen kurz einmal zusammenfassen, was wir bisher in aller Kürze betrachtet haben. Zuvor möchte ich darauf hinweisen, wir haben gestern auch wieder Fragen sind eingegangen bei uns. Wir werden sie jetzt heute Morgen aus Zeitgründen nicht beantworten, sondern heute Abend. Also wer gestern eine Frage gestellt hat, von denen die hier waren oder die live zugeschaut haben, heute Abend kommt diese Möglichkeit der Beantwortung der Fragen. Und sollte auch heute Vormittag irgendetwas unklar sein, eine Frage entstehen, etwas, das man schon immer fragen wollte und heute die Gelegenheit ergreift, der kann das tun. Entweder haben wir hinten im Nebenraum so eine Fragenbox mit Zetteln, da kann man Fragen und Feedback draufschreiben, oder auch im Internet unter fragen@weltengeschichte.de oder auf dem grünen Button direkt unter dem Player. Ja, was bisher geschah? Wir haben gesehen, dass vor aller Ewigkeit Gott existierte in drei Personen, und er ist die Liebe und er wird immer Liebe sein. Sein Charakter ist außergewöhnlich schön und vor allem absolut konstant. Er ist immer derselbe. Man nennt das das Gesetz Gottes. Er schuf die Welten als Zeichen seiner Kreativität und seiner Liebe zum Leben. Und einer der geschaffenen Wesen, Helel, der höchste aller Malakim, der höchste aller Engel, bezweifelte seine Liebe, bezweifelte die Konstanz seiner Regierung und startete eine völlig unnötige Rebellion, die dazu führte, dass ein Drittel aller Malakim sich gegen Gott stellte. Gott schuf die Erde, um zu beweisen, dass er tatsächlich gut ist und dass man ihm vertrauen kann. Er schuf die Menschen als Repräsentanten seines Charakters. Sie sollten herrschen und demonstrieren, wie Gottes Reich funktioniert. Doch sie wurden getäuscht, verführt und auf die Seite der Rebellion gezogen durch den Satan, den ehemaligen Helel, der die Schlange benutzte und sie dazu brachte, den Freiheitstest, der ihre Liebe dokumentieren sollte, zu missbrauchen, um sich auf seine Seite zu stellen. Aber Gott wusste, dass das nicht die finale Entscheidung der Menschheit gewesen war. Er wusste, dass viele diese Sache bereuen würden. Und er fand einen Weg, sie wieder auf seine Seite zu ziehen. Er entschloss sich, im Rat des Friedens einen der drei zu senden in ferner Zukunft, der für die Menschheit sterben sollte, ihre Schuld auf sich nehmen würde. Und als Illustration starb das erste Lebewesen des Universums. Und dieses Bild brannte sich ein. Die Menschheit geriet sehr bald unter das Gift der Schlange. Und 1656 Jahre hat Gott zugesehen, wie die Menschen immer brutaler und gewalttätiger und götzendienischer wurden, bis er nach langer Geduld und langer Warnung am 17.02. des Jahres 1656 die alte Welt untergehen ließ in einer ein Jahr währenden Flut. Aber auch danach war das Gift der Schlange nicht ausgerottet. Die 8 Menschen überlebt hatten in einem großen Kasten, genannt die Arche, verbreiteten sich bald, vermehrten sich, und schon bald zeigte sich erneut Rebellion, die sich im Turmbau zu Babel äußerte. Die Menschen verstreuten sich in verschiedene Gegenden, gründeten Zivilisationen, gründeten Völker und Städte. Und es sah wieder so aus, als ob das Wissen um den kommenden Erlöser beinahe verloren gegangen war. Selbst die, die als Erstgeborene des verheißenen Shem das Wissen aufrechterhalten sollten, dienten anderen Göttern. Und so rief Gott einen Menschen mitten aus Uru, aus dem Land der Sumerer, Abraham, brachte ihn in das Land der verfluchten Kanaaniter, um ein Segen zu sein, um vor der ganzen Welt zu demonstrieren, wie Gott wirklich ist. Viel hat er erlebt,
bis schließlich nach langem Warten der verheißene Sohn geboren wurde, Jitzchak. Es waren viele Glaubenstests, die Abraham erleben musste. Er wurde selbst zu Abraham noch der Größte war, als Gott ihn aufrief, seinen Sohn zu opfern. Und an jenem Tag auf dem Berg Moria verstand Abraham und verstanden alle Welten, wie Gott sich fühlen würde, wenn tatsächlich sein Sohn das Opfer bringen würde für die Menschheit. Jitzchak wurde groß, er heiratete Rebekka und die Familie bekam zwei Kinder, Esau und Jakob, die beide sich furchtbar verkrachten, weil Jakob seinen Vater betrog um das Erstgeburtsrecht. Er musste fliehen, aber Gott offenbarte sich ihm selbst dann, als er sich wie ein Verbrecher fühlend in der Einsamkeit befand. Und nach vielen Jahren, in denen er mehr Fluch als Segen erlebte, bekehrte er sich an einem einzelnen Abend, als er eine ganze Nacht mit Gott gekämpft hatte, ohne es zu wissen. Und plötzlich feststellte, dass man Gott besiegen kann, nicht durch Macht, nicht durch Stärke, sondern durch Bedürftigkeit. Er hatte 12 Söhne, einen von ihnen liebte er am meisten, Josef, den Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Doch der wurde von seinen Brüdern gehasst, verkauft für 20 Silberlinge in das berühmte Land Kemet, das schwarze Land, das wir heute als Ägypten bezeichnen. Dort wurde er als Sklave in das Haus eines Dieners des Pharao verkauft. Dort widerstand er den Versuchungen und wurde dafür mit dem Gefängnis bestraft. Doch als der Pharao, der König von Kemet, 2 Träume hatte, die niemand deuten konnte, nur er, war seine große Stunde gekommen. Er sagte voraus, dass nach 7 fetten Jahren 7 Dürrejahre kommen würde. Und als Folge dessen wurde er zum obersten Beamten des größten Reiches der damaligen Welt ernannt. Er wurde der Tiati von Kemet. Und in dieser Funktion traf er nach vielen Jahren seine Brüder, die ihn verkauft hatten. Als sie sich vor ihm verbeugten, die Träume wahr wurden, er testete sie, ob sie sich geändert hätten. Und tatsächlich, ausgerechnet der Jude, der die Idee hatte, ihn zu verkaufen, der Geld dafür nahm, ihn als Sklaven in die Ferne zu schicken, der die Familie freiwillig verlassen hatte und der in Sünde gelebt hatte wie kein anderer Patriarch zuvor, der bot sich an, selbst Sklave zu werden anstelle seines Bruders. Josef und seine Brüder versöhnten sich. Er holte die ganze Familie nach Kemet, um dort zu überleben. Jahrzehnte später starb er, wurde einbalsamiert und nahm seinen Brüdern das Versprechen ab, dass wenn Gott irgendwann nach der alten Verheißung, die der Abraham bekommen hätte, sie zurückführen würde in das verheißene Land, sie seine Mumie mitnehmen würden. Und dort im Jahre 2369 haben wir gestern Anschluss gemacht. Bevor wir jetzt mit der Episode 7 beginnen, wollen wir ein kurzes Gebet sprechen und wo es möglich ist, lade ich uns ein, dazu niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesungen und gehört, dass wir uns in dem Staub beugen wollen vor dir, dass wir stille werden wollen und auf dein Wort hören. Wir möchten dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, dass wir erkennen, wer du bist und was du in unserem Leben tun kannst. Bitte halte alle Störende fern. Und gib, dass wir aus den alten Geschichten, die Weltgeschichte geworden sind, die Prinzipien für unser Leben, für unsere Geschichte entdecken können. Hab Dank, dass du dein Wort nicht leer zurückkehren lassen wirst, sondern dass es auch heute an diesem Tag ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Im Namen Jesu. Amen. Episode 7, die heiligen Bücher. Im Lande Kemet kam es häufig vor, dass Dynastien sich abwechselten.
neue Herrschaftshäuser den Thron bestiegen und Könige sich ablösten. Doch von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt blieb eine Sache immer gleich. Dort im Osten des Nildeltas, im Lande Goschen, lebten die Nachfahren von Jakob, die Nachfahren der 12 Söhne Israel, privilegiert, von Steuern befreit und mit eigenem Grund und Boden, was allen anderen Ägyptern versagt war, weil sie damals in der großen Hungersnot all ihren Grund und Boden hatten verkaufen müssen. Und die Söhne Israel vermehrten sich. Es wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Und einer der neuen Könige, der erkannte die politische Brisanz. Und was ihn noch mehr wurmte, war, dass seit Jahren alles in Ägypten davon sprach, wie das Land gerettet worden war von diesem fremden Josef. Es wurmte ihn in seinem Nationalstolz, dass dieser hergelaufene Sklave Retter der Welt genannt wurde, obwohl er schon lange tot war. Und dann entschloss sich, die Geschichte neu zu schreiben. Er wollte von diesem Josef nichts mehr wissen. Und wie es damals üblich war, konnte man Menschen aus der Geschichte radieren. Man ging einfach an alle Tempel, an alle Felseninschriften und radierte die Hieroglyphen seines Namens aus. Was man nicht so leicht ausradieren konnte, waren all die Nachkommen seiner Familie und seiner Brüder. Auch hier hatte dieser König von Kemet ein gutes Argument. In Ansprachen an sein Volk erinnerte er sie daran, dass es immer wieder Kriegsgefahr gab. Und wenn das nächste Mal die Nubier aus dem Süden sich erheben würden, wenn vielleicht die Libyer aus der Wüste des Westens kommen würden oder vielleicht sogar die Seevölker aus dem Mittelmeerraum von Kefta angreifen würden. Wer könnte garantieren, dass diese fremden Hebräer im Osten des Landes nicht vielleicht die Seiten wechseln würden? Die Bewohner des Landes Kemet, die Bewohner Ägyptens bekamen Angst. Angst vor den Fremden. Angst vor den Einwanderern. Und das hat schon immer politisch geholfen. Er überzeugte das Volk, dass man alle Privilegien diesen Hebräern entziehen sollte. Sie sollten ebenfalls herangezogen werden zu Fronarbeiten, wie alle anderen Ägypter auch. Und so wurde es Gesetz, dass alle Vorrechte der Hebräer eingestampft wurden. Sie mussten arbeiten, Frondienst leisten, wie der Rest der Bevölkerung. Und dort in ihrer Gegend sollten sie zwei Städte bauen. Die eine hieß Pi Atum. Deutsch bekannt als Pithom, das Haus des Atum, der einer der größten Götter Ägyptens gewesen war. Die andere Stadt hieß später Ramses, aber zu dieser Zeit hieß sie wahrscheinlich Avaris. Mit der Zeit entdeckten die Hebräer, dass nicht nur hebräische Frauen schön sind, sondern die Ägypterinnen auch ihren Reiz hatten. Und die Engel im Himmel, die Malachim, die rieben sich die Augen, als sich schon wieder dasselbe ereignete wie Jahrhunderte zuvor vor der großen Flut. Als die Söhne Gottes waren, die Träger der Verheißung, sich einließen mit den götzendienerischen Frauen. Es entstand eine Gruppe, die man auch das Mischvolk nannte. Und viele der Hebräer begannen sich auch zu interessieren für die religiösen Vorstellungen der Ägypter. Und je mehr sie ihr Wissen von den Verheißungen Gottes verloren, desto mehr wurden sie unterdrückt in jenem Land. Man hat sie nicht nur zu Fronarbeiten herangezogen, man versklavte sie und stellte sie jetzt tiefer, als es die Ägypter jemals gewesen waren. Sie mussten Lehmziegel anfertigen für die vielen Bauten des Königs, für die Tempel.
Und der Satan sah seine Gelegenheit gekommen. Hier war das vermeintliche Volk Gottes. Hier waren die Nachfahren von Abraham und Jitzrak und von Jakob in der Hand eines Herrschers, der nur allzu sehr seinen Prinzipien huldigte. Satan wusste, dass aus diesem Volk der eine kommen würde, von dem er damals im Garten Eden gehört hatte, der ihm den Kopf zertreten würde. Und wenn er sich beeilte, wenn er vielleicht es klug anstellte, könnte er das Ganze verhindern, indem er einfach das Volk ausrottete. Von den Frauen hat er nichts zu befürchten, denn es sollte ja ein männlicher Erlöser sein. Und so inspirierte er den König von Kemet zu einer radikalen politischen Maßnahme, alle Söhne der Hebräer, die neu geboren werden, dort im Lande Goshen, sollten umgebracht werden. Man instruierte die hebräischen Ammen diesbezüglich. Eine von ihnen hieß Schifra und ihr Name ist heute noch auf einem Papyrusdokument zu finden. In jener Zeit lebte einer der Nachfahren von Levi, dem dritten Sohn Jakobs. Sein Name war Amram, was erhöhtes Volk hieß. Und er hatte eine wirklich beeindruckende Frau mit Namen Jochabed. Der Herr ist Herrlichkeit. Sie hatten bereits eine kleine Tochter, die sie seltsamerweise Miriam Rebellion genannt hatten. War es, weil sie hofften, dass irgendwann die Hebräer rebellieren würden, oder war es einfach nur, weil das Kind so oft geschrien hat? Und im Jahre 2430, in jener Zeit, als es ein Risiko war, Kinder zu bekommen und eine Tragödie, wenn es ein Sohn war, bekamen sie den Sohn Aharon, der Lichtbringer. Stellte sich heraus, dass die hebräischen Ammen den Gott des Himmels, von dem sie gehört hatten, mehr fürchteten als den größten Herrscher der Welt. Und sie stellten sicher, dass die Kinder, die sie zur Welt bringen, halfen, nicht starben. So musste der König zu anderen Mitteln greifen, zu noch radikaleren. Er beriet sich mit seinen Beratern und die sagten ihm, vielleicht solltest du mal über den Nil nachdenken. Der Nil ist schon immer die Lebensader Ägyptens gewesen. Und was Ägypten gut tut, das hat immer mit dem Nil zu tun. Vielleicht sichern wir das Überleben des großen Landes Kemet Ägypten, indem wir unsere Feinde in den Nil werfen. Indem wir die kleinen geborenen Jungen dort in den Nil hineinschmeißen. Es wird dort Krokodile genug geben, um sich um das Problem zu lösen, um das Problem zu sorgen. Und so wurde es Befehl und so wurde es Gesetz und die Soldaten Ägyptens zogen von Haus zu Haus. Sie zogen durch die Lande Goshens und wann immer Babys schrien, färbte sich der Nil rot. Und in jenen Tagen, im Jahre 2433, wurde Jochebed noch einmal schwanger. Wie haben sie gebetet, dass es eine Tochter wird? Monatelang haben sie gebetet, Herr, Herr, bitte lass es eine Tochter sein. Doch sie wurden enttäuscht. Es war ein Junge. Und in jenen Tagen haben Klein Miriam und Klein Aaron jeden Abend vor dem Schlafengehen gebetet, du Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, bitte mach, dass unser kleiner Bruder nicht so laut schreit. 3 Monate ging es gut, niemand bemerkte, dass dieser kleine Säugling dort im Haus lebte. Doch irgendwann wusste auch Jochebed, es ist zu riskant. Sie überlegte, was man tun konnte und sie erinnerte sich an eine Geschichte, die sie schon immer gern gehört hatte von ihrem Vater und von deren Vater. Die Geschichte, wie vor Urzeiten, vor Jahrhunderten, Gott 8 Menschen bewahrt hatte in der größten Katastrophe, die Welt jemals gesehen hatte, indem sie in einem Kasten auf dem Wasser
überlebten. Und sie fragte sich, wenn Gott 8 Menschen inmitten eines Sturmes auf dem Ozean überleben lassen kann, kann er nicht vielleicht einen Säugling in einem kleinen Kasten überleben lassen? Gesagt, getan, sie baute so eine Mini-Arche, so einen Mini-Kasten. Gerade groß genug für ihr neugeborenes Kind. Mit diesem Kasten ging sie eines Abends, als die Sonne unterging, in der libyschen Wüste, an die Ufer, der Schilf. Schaute sich um, ob gerade irgendwo ein Krokodil schwamm oder ein Nilpferd graste. Die kleine Miriam hatte sie mitgenommen. Dann setzten sie den Kleinen aus. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Geburt. Niemand kann genau sagen, wie lange diese kleine Mini-Arche dort im Schilf vor sich hin schwamm. Niemand weiß, ob nicht vielleicht ein Krokodil mal dran gestupst ist. Aber irgendwann kam die Tochter des Königs mit ihrem ganzen Anhang. Viele junge Frauen, und da wurde laut gelacht und viel gescherzt. Keiner von ihnen ahnte, dass Malachim, Engel Gottes, sie ein bisschen genau zu dieser Böschung zogen. Und dass dort im Nil auch solche Engel waren, die ein bisschen pusteten. Diesen Kasten in ihre Richtung bewegten. Und keiner von diesen jungen Frauen in ihren schönen ägyptischen Gewändern ahnte, dass mitten im Gebüsch ein junges hebräisches Mädchen hockte mit angespannter Seelenlage. Und die Tochter des Pharao, als sie sich gerade fertig machte zum Baden und sich vielleicht ein bisschen eincremte mit den Salben, die sie gekauft hatte, da sah sie plötzlich etwas hin und her wogen. Ob sie selbst hineingegangen ist oder eine ihrer Bediensteten den kleinen Kasten geholt hat, wer weiß. Als sie den Kasten aufmachten, war deutlich, um was es sich handelte. Ein kleines Baby, das so herzergreifend vor sich hin schrie. Eine etwas genauere Untersuchung stellte fest, es ist ein Junge. Und relativ schnell war klar, es ist kein ägyptischer Junge. Und die Tochter des Königs erkannte sofort die Situation. Und sie wusste, sie war Frau genug zu wissen, dass dort eine andere Frau ihr Herz hineingelegt hatte. Und sie entschied sich dort an den Ufern des Nils, dieses Kind soll leben. Da kann mein Vater sagen, was er will. Ich bin schließlich die Tochter des Königs. Und ich darf mal ein bisschen rebellisch sein. Und als sie ihren Freunden mitteilte, dieses Kind wird leben, es soll mein Sohn sein. Und die fragten, ja, du kannst das gar nicht stillen, du bist doch gar keine Mutter, wie soll das funktionieren? Da raschelte es noch einmal im Schilf. Und was für ein Wunder, waren es die Götter Ägyptens, die diesen Zufall herbeigeführt hatten, dass plötzlich ein hebräisches Mädchen aus dem Schilf kam und sagte, ich kenne da eine Frau, die gerade vor kurzem ihr Kind verloren hat, die könnte das Kind stillen. Gesagt, getan. Und Jochebed erhielt ihr Kind wieder. 12 Jahre, das war der Vertrag. 12 Jahre soll sie dieses Kind stillen und erziehen. Und wenn es 12 ist, soll es kommen an den Königshof von Kemet. Jochebed und Amran waren überglücklich. Aber sie wussten auch, sie haben 12 Jahre, um diesem Kind beizubringen, was es bedeutet, ein Nachfahre von Abraham, von Jitzrak und von Jakob zu sein. Und sie ahnten, wenn er, der Adoptivsohn, der Tochter des Königs von Kemet wird, dann könnte er vielleicht ein Instrument in der Hand Gottes sein, dem Volk zu helfen. 12 Jahre erzählten sie die Geschichten, die sie selbst gehört hatten von ihrem Stammvater Levi. Und dann im Jahre 2445 war es soweit. Der zwölfjährige Sohn, wurde an den Königshof gebracht. Und dort gab man ihm den Namen Mesi.
hebräisch Moshe, aus dem Wasser gezogen, geboren. Wir kennen ihn heute natürlich als Mose. Und er wurde erzogen an der Elite-Universität von Theben, der Königshauptstadt Kemetz. Als angehender Königssohn wurde er ein militärischer Führer. Und es zeigte sich, dass er ein äußerst brillanter, ein geradezu genialer Mensch war. Jemand mit einem ungeheuren Intellekt, mit großem Verständnis für Kunst und Kultur. Einer, der große Massen führen konnte. Schnell, ja spielend leicht, lernte er die komplizierte Hieroglyphenschrift und schrieb sie vorwärts, rückwärts, links und rechts. Er interessierte sich für die Geschichte dieses Landes und auch er hörte von Ober- und Unterägypten, von den alten Mythen. Immer wieder versuchte man ihn einzuführen in die geheimnisvollen Riten des Landes Kemetz. Man wollte ihm vorlesen aus dem berühmten Totenbuch, man wollte ihm erklären, was passiert, wenn die Mumien in die Königsgräber gehen, wie dann die Mumien mitsamt ihres Körpers in das Jenseits geschippert werden und dort vor irgendwelchen gräulichen Götzen und Göttern entschieden wird, ob sie im Jenseits weiterleben oder nicht. Aber Mose hatte nicht großes Interesse zuzuhören. Das, was er von seiner Mutter gehört hatte, klang sehr viel überzeugender und sehr viel lebensnahe. Von einem Gott, der die Welt geschaffen hatte und der voller Liebe und Fürsorge Menschen durch ihr Leben führt. Ihm fiel auf, dass die Ägypter überhaupt gar keinen persönlichen Bezug zu ihren Göttern hatten, obwohl sie davon mehr als genug hatten. Jedes Mal, wenn er herausfinden wollte, wie viel es eigentlich wirklich waren, verzählt er sich, weil die Liste viel zu lang war. Und was ihn besonders irritierte war, dass die Götter manchmal anders hießen, je nachdem, ob er in Oberägypten oder Unterägypten war. Und wenn er mal nachfragte, jetzt, was die richtige Variante ist, ob man irgendwo mal nachgucken könnte, wie jetzt der Glaube richtig zu praktizieren sei in Ägypten, dann sagte man ihm, es gibt kein Buch, das das beschreibt. Das ist alles Tradition. Wir sind im Fluss. Und je näher er sich beschäftigte mit der Kultur und dem Wesen der Ägypter, da wurde er immer mit einem Begriff konfrontiert. Maat. Das war fast das heiligste Wort, was die Ägypter in den Mund nehmen konnten. Maat. Es bedeutete Gerechtigkeit. Es bedeutete Stabilität. Es bedeutete die Herrschaft der Welt, die Ordnung der Welt. Für die Ägypter gab es ein Zentrum der Welt und das waren sie selbst. Dort am Nil war das Zentrum der Welt und um sie herum war nur Chaos. Je ferner von Ägypten entfernt, desto chaotischer die Welt. Das ganze Leben eines Ägypters bestand darin, die Maat, das Gleichgewicht zwischen Chaos und Ordnung aufrechtzuerhalten. So wurde der Staat regiert. Und es bedeutete, wenn etwas gut war, musste es nicht verändert werden. Wann immer Mose als Kronprinz eine neue politische Idee einbringen wollte, weil er sich gedacht hatte, wir könnten die Staatsfinanzen etwas verbessern oder vielleicht die militärische Führung ein bisschen ausbauen, da sagte man ihm, nein, Neuerungen könnten gefährlich sein. Wir bleiben bei den alten Traditionen, wir bleiben bei der Maat. Das wurmt ihn, weil er sah, dass diese Maat sich auf überhaupt nichts Festes stützte, außer auf irgendwelche Traditionen, die überall ein bisschen anders waren. Sie waren schon ein bisschen borniert, diese hochzivilisierten Ägypter. Man machte dem Mesi deutlich, wenn du König werden willst, und die Chancen stehen gut. Die Thronfolge war so, dass er echte Chancen gehabt hätte. Dann musst du in die Religion Ägyptens initiiert werden. Und er fragte ein bisschen naiv, ja warum denn? Kann ich nicht einfach meinen eigenen Glauben haben? Und die Priester von On schauten ihn mit offenen Mündern an. Deinen eigenen Glauben? Glaube ist keine persönliche Sache. Glaube hat nichts mit Menschen zu tun. Glaube ist das, was Götter mit Göttern veranstalten. Und Mose fragte noch ein bisschen nach, ja, was habe ich denn damit zu tun? Warum muss ich dann initiiert werden? Weil du als Pharao
nach alter Tradition der Sohn des Ra bist. Du bist der Sohn des Sonnengottes. Du bist dann Gott selbst. Und du als Pharao kannst alleine die Kulthandlung vornehmen. Und wenn der Pharao nicht die Kulthandlung vornimmt, bricht die ganze Religion zusammen. Du musst, wenn du Pharao bist, Priester des Sonnengottes sein. Und Mose überlegte, hier war also eine Religion, die darauf basierte, dass ein Mensch sich selbst zu Gott machte und dadurch würde die gesamte Stabilität des Reiches garantiert werden. Und die Malakim im Himmel, die Engel Gottes, die fragten sich, Moment mal, diese Idee haben wir schon mal gehört, ist schon ein bisschen her. Jemand, der sagt, er möchte sein wie Gott und dadurch würde alles in Harmonie und Gerechtigkeit bleiben, das kennen wir. Die Religion Ägyptens war ein Spiegelbild der Rebellion des Satan. Er wurde ein berühmter Heerführer. Er führte die ägyptischen Armeen nach Westen und nach Süden. Seine Soldaten liebten ihn, weil er nicht grausam, sondern bedächtig war. Doch Mose, in all den Jahren, in der die Kultur der Ägypter, die Musik, die Poesie, die Wissenschaft, die Religion bis in das Mark kennenlernte, er entschied sich, ich will kein Pharao sein. Er wusste, die Pharaonen wurden angebetet. Er wusste, ihnen wurden riesige Pyramiden gebaut. Und er wusste, als Pharao würden vielleicht noch in Jahrhunderten Menschen vor seiner Pyramide stehen und die Hieroglyphen entziffern und sagen, Mesi, der Erste. Pharao der 12. Dynastie. Aber er weigerte sich, durch Glauben, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er war 40 Jahre alt. Als er wieder einmal durch das Land zog, um nach dem Rechten zu sehen, als er plötzlich sah, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Mose hat ein ausgesprochenes Gerechtigkeitssinn. Und es ärgerte ihn. Es tat ihm leid um den Bruder seines Volkes, von dem niemand wusste so richtig, dass er zu diesem Volk gehört. Und er schaute sich um. Er schaute sich nochmal um. Und er schaute sich ein drittes Mal um und dann färbte das Blut eines Ägypters den Sand rot. Mose hoffte, das Richtige getan zu haben. Als er kurze Zeit später einen Streit zwischen zwei Hebräern bemerkte und schlichten wollte, da merkte er an den Antworten, dass sein Mord sich herumgesprochen hatte und ganz schnell realisierte, was das bedeutet. Der König war entrüstet. Dieser Hebräer, den wir adoptiert haben, dem wir alle Erziehung Ägyptens gegeben hatten, er ermordet einen meiner Landsmänner? Fangt ihn, holt ihn, tötet ihn. Da war Mose schon unterwegs. Er hatte das Weite gesucht, hatte nicht lange überlegt und war geflohen vom Königshof von Kemet als Flüchtling in die Wüste. Und er floh und floh und floh, bis er irgendwann am Rande der Wüste, dort, wo die Wüstenfürsten, die Nachfahren von Ishmael, die sich manchmal auch Midianiter nannten, einige Brunnen hatten. Schon wieder ein Brunnen, dachten sich vielleicht einige Engel. Denn dort traf er schon wieder Frauen. Gläubige Männer, die Frauen am Brunnen treffen, hat es damals oft gegeben. Die Geschichte wiederholte sich und wiederholte sich immer wieder ein bisschen anders. Diesmal waren die Frauen, die dort am Brunnen waren, bedrängt worden von anderen Hirten. Und Mose zeigte sich als der starke Held, der den bedrängten Frauen zu Hilfe kam. Es stellte sich heraus, dass diese 7 Frauen die Töchter eines Reuel waren oder Jethro, eines Mannes, der offensichtlich auch noch viel von dem wahren Gott des Himmels
wusste. Dort blieb er. Und ihm kam das fast so ein bisschen vor, als würde er die Geschichte von seinem alten Stammvater Jakob nochmal neu durchleben, so wie sie ihm sein Vater Amram erzählt hatte. Er lernte dort eine Tochter besonders gut kennen, Zippora, Vogel. Und die heiratete er. Eine Sache hat er aus den Geschichten gelernt: eine Frau genügt. Obwohl ja noch 6 andere Töchter da waren. Und mit dieser einen Frau zeugte er 2 Söhne. Den ersten nannte er Gershom, ein Fremdling. Und den zweiten nannte er Eliezer, mein Gottes Hilfe. Und dann begann er dort an der Wüste Nordwestarabiens die Schafe zu hüten, wohl wissend, dass er gerade noch Anwärter auf den Königsthron von Kemet gewesen war und dass Schafhirten der unterste Abschaum in ganz Ägypten waren. Er war innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen von ganz oben nach ganz unten durchgereicht worden. Und lange hat er sich gefragt, warum er damals so ausgerastet ist. Hätte er nicht einfach den Ägyptern einfach ansprechen können und sagen, hallo, ich bin der Prinz. Du wirst mir später nochmal gehorsam schuldig sein. Geh jetzt. Warum ist er ausgerastet? Warum hat er gleich zugeschlagen? Lag es an den Genen seines Vorvaters Levi, der damals ja auch eine ganze Stadt vernichtet hatte? So machte er sich Gedanken. Macht er sich Gedanken über sein Volk dort in Kemet. Er machte sich Gedanken über die Ägypter, die so undankbar waren. Der Gott des Himmels hatte sie gerettet durch einen Hebräer, durch Josef. Und jetzt, was war ihr Dank? Aber meistens störte ihn, dass es so schwer war, wirklich genaue Informationen zu bekommen, was damals wirklich alles passiert war. Die Ägypter hatten alles mit irgendwelchen Fabelgeschichten und Mythen durcheinandergebracht. Sie erzählten von einem Bruderkampf zwischen Seth und Horus und von Osiris, von allen möglichen Dingen, von denen er wusste, so kann das nicht gewesen sein. Aber selbst die Hebräer durch ihren Kontakt mit den Ägyptern erzählten noch viele Geschichten, aber selbst das war oft nicht so richtig stichhaltig. Und als Mose dort in der Wüste die Schafe hütete, trafen sich im Himmel erneut der Vater, der Sohn und der Geist. Und 2500 Jahre seit der Erschaffung der Welt beschlossen sie, einen Schritt zu gehen, der für immer die Weltengeschichte verändern würde. Und diesmal würde nicht der zweite Michael den Auftrag bekommen, sondern jener geheimnisvolle Geist. Er bekam einen Auftrag, der für immer die Geschichte der Welt verändern würde. Er wurde gesandt auf die Erde. In einem besonderen Maße sollte er die Gedanken von Mose bewegen. Er sollte ihm in Visionen zeigen, wie damals wirklich alles passiert ist. Er sollte ihm die wahre Geschichte der Welt, ja die wahre Geschichte der Welten offenbaren, damit der Glaube der Menschen sich auf etwas Festes, etwas Schriftliches gründete. Und Mose sah in Visionen Dinge, die er gehört hatte als Geschichten, aber jetzt sah er, wie sie wirklich gewesen waren. Er sah Jahrtausende vor seinem Auge sich abspielen. Und völlig überwältigt von dem, was er sah, begann er, eine Rolle Papyrus zu nehmen und jene Worte aufzuschreiben, die bis heute der Eckstein der Weltengeschichte sind. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Va-aretz haita tohu va-vohu. Doroshek alpenetom. Vruach Elohim. Murarefet alpene hamaim. Vayomer Elohim yehi or. Vyehi or. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer.
und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und er schrieb die Geschichten auf. Er schrieb sie chronologisch auf und manchmal schrieb er sie nicht chronologisch auf. Manchmal sprang er ein bisschen hin und zurück. Weil er nicht einfach nur ein simpler Chronist war, er war ein Künstler, er war ein Philosoph, er war ein Geschichtsschreiber. Er wollte ein Kunstwerk daraus machen. Und er wählt aus den Geschichten die aus, von denen er glaubte, dass auch künftige Generationen am meisten davon profitieren könnten. So ließ er manches weg, berichtete manches nur ganz knapp und manches in großem Detail. Er war vom Heiligen Geist getrieben. Es war der Heilige Geist, dem die Gedanken eingab. Es war Mose, der nach Worten rang, der in seinem Stil, in seinem Aufbau das Buch nach seinem Duktus schrieb. Aber es war alles. Die Information, die von Gott kam, in den Worten, die auf den Papyrus schrieb, leuchtete der Heilige Geist hervor. Hier war Wahrheit. Schriftlich. Konstant. Der Gott, der 2,5 Jahrtausende immer gesprochen hatte und immer wieder vergessen worden war, wusste, dass auch in Zukunft die Menschen sich nicht mehr erinnern würden als vorher. Und weil er immer konstant die Liebe ist, wollte er ein konstantes, immerwährend bleibendes Zeugnis seiner Liebe haben, das nicht geändert werden kann. Mose nannte dieses Werk, dieses große Werk, Bereshit, im Anfang. Heute ist es besser bekannt als Genesis, so der erste Mose. In diesem Buch schrieb er die Geschichte von 2300 Jahren, vom ersten Tag dieser Welt bis zu der Einbalsamierung von Josef in Ägypten. Aber während er dort schrieb, kam der Geist noch einmal über ihn und inspirierte ihn, noch ein zweites Buch zu schreiben. Eine Geschichte, die er nie gehört hatte. Eine Geschichte von einem Mann, der nichts mit Jakob und mit Isaak und mit Abraham zu tun hatte. Eine Geschichte, die er vor kurzem erst in den Zelten Midians gehört hatte. Eine Geschichte, die nicht in Kanaan stattgefunden hatte, sondern wahrscheinlich irgendwo in der Wüste Arabiens, im fernen Lande Uz. Die Geschichte von Hiob, dem Angefeindeten. Und er sah voll Erstaunen, was sich ereignete in jener Zeit. Und er schrieb diese Geschichte auf, eine Geschichte, die ihn tief bewegte, von einem Mann, der in der fernen Wüste lebte. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Ihm wurden 7 Söhne geboren und 3 Töchter. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselen, sodass er größer war als alle Söhne des Ostens. Und jedes Mal, wenn er seinem Schwiegervater Jethro erzählte, du, ich habe wieder Visionen gehabt von dem Hiob, dann leuchtete in dessen Auge, ja, seit Generationen erzählen wir von ihm, von Hiob. Und diese Geschichte schrieb Mose auf, wie Hiob vor einer Zeit, die niemand genau datieren konnte, und niemand mehr genau wusste, weil sie irgendwo verloren gegangen war im Wüstensand, wie es ihm so gut ging. Und wie eines Tages im Himmel die Vertreter der Welten zusammenkamen. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten. Von all den verschiedenen Welten wurden Delegationen gesandt, die im himmlischen Rat wichtige Dinge beschreiben sollten. Und unter ihnen kam auch der Satan. Manche der Vertreter der Welten, manche der Malachim waren erstaunt. Was willst du hier? Bist du nicht aus dem Himmel geschmissen? Und auf dem Thron sitzend fragte ihn Gott, wo kommst du her? Die Antwort hätte nicht brisanter sein können. Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Du hast die Erde geschaffen, um ein Beweisstück gegen mich zu sein, aber schau her, fast die ganze Welt folgt mir nach.
Im Gegensatz, sie ist kein Beweisstück für deine Herrlichkeit, sie ist ein Beweisstück für die Richtigkeit meiner Theorie. Frage die Menschen auf der Erde, fast alle glauben, dass Gott ein gewalttätiges Wesen ist, das keine Liebe hat. Frage sie, schau ihre Religion an, sie alle glauben meiner Theorie. Hast du meinen Knecht Hiob beachtet, der mir folgt, der untadelig ist, der rechtschaffen ist, der immer die Liebe Gottes ausdrückt? Die Engel, die um den Thron Gottes waren, dachten sich wahrscheinlich, siehste, jetzt hast du's. Es gibt noch einen, der treu ist. Hast du gehört? Aber der Satan in seinem leuchtenden Gewand war nicht so schnell zu überzeugen. Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Wie umsonst? Schaut mal, ihr lieben Mitfreunde, ihr lieben Bewohner der Welten, ihr lieben geschätzten ehemaligen Ex-Kollegen. Ist euch mal aufgefallen, dass Hiob außergewöhnlich gesegnet ist? Ja, natürlich, weil er ist doch treu. Seid ihr sicher, dass er gesegnet ist, weil er treu ist? Was war denn zuerst, war der Segen oder die Treue? Gott? Du hast ihn zuerst gesegnet, oder? Und dann war er treu. Seht ihr? Hiob ist ein gekauftes Beweisstück. Gott hat ihn gesegnet, noch bevor er geboren worden ist. Wenn er nicht gesegnet wäre, würde er genauso Gott fluchen wie alle anderen. Hast du ihn nicht und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Lasst euch doch von Gott nicht manipulieren. Werdet erwachsen. Schaut der Realität ins Leben. Gott macht vieles Gutes. Aber so gut ist er nun auch wieder nicht. Er täuscht euch. Glaubt mir. Das Leben ist ein bisschen härter. Strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Das wird er doch nicht, Gott, oder? Wisst ihr, liebe Malakim? Ich habe so viele Menschen gesehen. Und immer wenn es ihnen schlecht geht, dann stellen sie die Frage, ob Gott überhaupt gut ist. Sie glauben, dass Gott gut ist, nur dann, wenn es ihnen gut geht. Sie sind gekauft. Gott hat lange überlegt, was er sagen sollte. Na, vielleicht hat er nicht lange überlegt. Aber er sagt auf jeden Fall, siehe alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Das hat den Satan gewurmt. Er hätte zu gern gesehen, wie Gott den Hiob schlägt. Jetzt musste er das selbst tun. Aber er bekam die Erlaubnis, dem Hiob alles wegzunehmen. Nur ihn selbst durfte er nicht anfassen. Und als er aus den Gefilden des Himmels hinausschritt, überlegt er sich, wie werde ich das machen? Von welcher Seite werde ich angreifen? All das hatte Hiob nicht mitbekommen. Als er im Wüstensand vor seinem Zelt saß, als der Wind den Sand so ganz sanft in seine Nähe wehte, als die Sonne dort oben am Horizont stand, plötzlich bemerkte er, wie ein Mann auf ihn zurannte und fast stolperte und über die Dünen sich kämpfte und mit verhetzter Stimme zu ihm kam und rief, die Rinder pflügten und die Eseln weideten neben ihnen. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und es schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin gekommen, nur ich allein um dir. Er hatte kaum ausgeredet, als plötzlich von der anderen Seite, er hatte ihn gar nicht gesehen, ein zweiter Bote kam, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Während er sprach, kam ein Dritter. Die Chaldeer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte. Und während er noch versuchte, durchzudringen und zu erzählen von der Schärfe und von den Chaldeern und von den Kamelen, da fasste ihn ein Vierter von hinten und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her. Er fasste die vier Ecken des Hauses, sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Die letzten Worte hat er kaum noch gehört. Der Wind wehte immer noch.
Die Sonne stand immer noch dort oben. Er hatte alles verloren. Er konnte nicht mal weinen. Er hat es nicht mal verstanden. Und dann sprach er, fassungslos, traumatisiert: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Wieder trafen sich die Welten. Wieder kam es zu einem Ratschluss und wieder kam der Satan in ihre Mitte. Und Gott stellte die Frage: Wo kommst du her? Spätestens jetzt haben die Engel realisiert, der fragt das einfach aus irgendeinem anderen Grund, aber der will nicht wissen, woher er kommt, denn er weiß es schon längst. Gott stellt immer diese seltsamen Fragen. Und der Satan sagt genau dasselbe wieder: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Und diesmal lag noch ein ganz anderer Ton in der Stimme Gottes. Er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Aber Satan gab sich nicht geschlagen. Haut für Haut. Menschen lieben sich selbst am meisten. So liebevoll ist der Hiob nicht. Ja, er ist traurig. Aber solange es ihm selbst gut geht, ist er noch nicht unten angekommen. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke doch deine Hand aus. Taste sein Gebein an. Er wird dir absagen. Und die Engel hörten die Stimme Gottes. Siehe, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Die Engel überlegten, was will er denn jetzt machen? Eins war sicher, der Satan kannte keine Gnade und kein Erbarmen. Und ehe er sich's versah, saß Hiob mit Beulen und mit Geschwüren am ganzen Körper. Und alles, was er noch besaß, war eine Tonscherbe, mit der er sich die eiternden Geschwüre schabte. Er hat alles verloren, bis auf seine Frau. Der Satan in seiner brillanten Strategie hat ihm alles genommen, doch die Frau hat er gelassen, weil er sich sagte, er kannte sie, er könnte sie vielleicht noch gut gebrauchen. Hältst du noch immer fest an deiner Tatlosigkeit, sprach sie, sage dich los von Gott und stirb. Aber Hiob, während er diese eiternden Wunden kratzte, antwortete: Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Seine drei Freunde hörten von der Geschichte Eliphas, Bildad und Zophar. Und sie entschlossen sich, ihn zu besuchen, aber als sie von Ferne kamen und die Gerüchte hörten und dann die Geschichten hörten und dann bestätigt bekommen hatten, dass alles wahr war von den Nachbarn, die umher wohnten, und sie ihn dann sahen, da blieben all die vorgefertigten Reden, all die Beileidskarten, die sie auf Papyrus oder auf Tontafeln geschrieben hatten, die vergruben sie in den Sand. Sie hatten keine Worte. Und sie setzten sich dort zu ihm in den Sand. Sie überlegten, was sie sagen sollten. Und ihnen fiel nichts ein. Einen Tag überlegten sie. Und einmal hat einer fast überlegt, etwas sagen zu wollen, aber die Worte wollten nicht heraus. Der Kloß war zu groß. Das einzige Geräusch, das man hörte, war der arabische Wind. Das leise Schaben einer Tonscherbe auf eitrigen Geschwüren. Und nach 7 Tagen, da war es, als ob etwas in Hiob löste. Von ganz tief unten, von ganz tief in seiner Seele, ein Vulkan, ein Tornado, ein Taifun, irgendetwas hochbrach und er schüttelte ihn. Und dann schrie er es in die arabische Wüste hinaus: Oh, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt? Es ist okay, wenn ich nicht lebe.
Nackt bin ich gekommen, nackt gehe ich, aber warum musste ich dann überhaupt das Gute sehen, um es dann doch zu verlieren? Warum kam ich nicht um? Wenn ich damals gestorben wäre als Säugling, dann läge ich jetzt da und wäre still. Und Moses schrieb das mit zitternder Hand, denn er wusste, ich wäre selbst beinahe als Säugling gestorben. Ich wäre entschlafen und hätte nun Ruhe. Mit König und Ratgeber der Erde, sich längst verfallene Paläste erbaut. Und hier musste Mose zustimmen, ja, selbst einige der Knickpyramiden, die dort die ersten Pharaonen aufgebaut hatten, waren schon längst wieder zerstört worden. Und mit tränenerfüllter Stimme rief Hiob aus, warum lässt er den Mühseligen das Licht sehen und gibt Licht den Verbitterten? Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute. Es hat mich getroffen, ich konnte nicht ruhen und nicht rasten. Und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Als es rausgeschrien hatte, der mir noch zitterte, da erinnerten sich die Freunde an die Reden, die sie vorbereitet hatten. Vielleicht kramte einer seine Tonscherbe aus dem Mantel hervor. Und sie sagten zu ihm, wenn man ein Wort an dich richtet, wird es dich verärgern? Aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Siehe, du hast viele unterwiesen, hast müde Hände gestärkt, deine Worte haben den Strauchelnden aufgerichtet und wankende Knie hast du gekräftigt. Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? Und Hiob verstand die Welt nicht mehr. Ihr seid doch meine Freunde. Ihr wollt sagen, das trifft mich zurecht? Die Schlange hat ihm nicht nur alles genommen, sie hatte nicht nur sein Leben bedroht, sie hatte nicht nur seine Frau verführt, sie hatte auch seine besten Freunde gegen ihn gewandt. Die wollten einfach nicht verstehen, dass es ihm einfach nur schlecht ging. Eliphas sagte ganz, ganz fromm, so viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. So haben es uns die Väter übermittelt, so haben es die Vorväter gesagt, so ist es immer gewesen. Und wir glauben auch an Gott. Rufe doch, ist einer da, der dir antwortet? Und an welchen von den Heiligen willst du dich wenden? Denn den Narren bringt der Unmut um und den Unverständigen tötet der Eifer. Hiob, es tut uns ja leid, dir das sagen zu müssen, aber irgendwas ist an deinem Leben falsch. Ansonsten würde dich Gott auch nicht strafen. Der Gottlose, von dem heißt es, seine Kinder finden keine Hilfe und sie werden im Tor zertreten. Und Hiob war jetzt noch mehr von den Kopf getreten. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Gott ist gegen ihn. Seine Frau ist gegen ihn. Seine besten Freunde sind gegen ihn. Er versuchte ihnen ein bisschen zu zeigen, was er von ihnen erwartete. Dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund. Sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Wenn ihr weiter so macht, dann werde ich Gott aufgeben. Meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche tiefer gehen. Lehrt mich doch und ich will schweigen. Weist mir nach, wo ich geirrt habe. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss das doch irgendwo offensichtlich sein. Wie eindringlich sind die Worte der Wahrheit. Aber was bringen eure Zurechtweisungen schon zurecht? Ihr habt ihr recht mit dem, was ihr sagt, aber es ist gerade am falschen Platz. Gedenkt ihr Worte zu bekritteln und haltet die Reden eines Verzweifelten für Wind? Und nun tut mir den Gefallen und schaut mich an. Ich werde euch doch wahrhaftig nicht ins Angesicht belügen. Kehrt doch um, tut nicht Unrecht. Noch bin ich hier im Recht. Habe ich gesündigt? Für die Freunde war das eine einfache Sache. Sünde hat Konsequenzen. Du hast Konsequenzen erlebt, du musst gesündigt haben. Aber die Engel im Himmel wussten, er hatte nicht gesündigt in dieser Sache. Und sie verstanden plötzlich, dass Sünde Konsequenzen hat für Leute, die gar nicht betroffen sind. Und als Mose diese Zeilen schrieb, da hat er sich überlegt, Moment mal, könnte es sein, dass meine Sünde, mein Mord Konsequenzen hat? Für Leute, die nichts dafür können, dass dadurch die Befreiung meines Volkes verzögert worden ist? Dass deswegen Menschen geschlagen werden?
Hiob rief gegen den Himmel: Habe ich gesündigt? Was tue ich dir an, du Menschenhüter? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht, sodass ich mir selbst zur Last bin? Warum vergibst du meine Schuld nicht und erlässt mir nicht meine Übertretung? Aber seine Freunde wollten das nicht hören. So ein Quatsch. Sowas gibt's gar nicht. Wie lange willst du solche Reden führen? Wie sollen die Worte deines Mundes wie heftiger Wind sein? Beugt denn Gott das Recht oder verkehrt der Allmächtige die Gerechtigkeit? Die Engel haben sich im Kopf gerissen. Ja, natürlich nicht. Was die sagen, ist ja gar nicht verkehrt. Aber wo ist ihre Liebe? Sie vertreten eine Gerechtigkeit ohne Gnade, eine Gerechtigkeit ohne Liebe. Und das ist so kalt, das tut dir richtig weh. Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so sagten sie, so hat er sie dahin gegeben, in die Gewalt ihrer Missetat. Es könnte ja sein, dass deine Kinder kurz bevor das Haus zusammengebrochen sind, alle gesündigt haben. Und weißt du was, es tut uns leid, aber die richtige Lehre ist dann, sie sind verloren für immer. Bist du es aber? Da hast du ja noch Glück, du lebst ja noch, du kannst noch bitten. Bitte mal um Gott. Bitte um Vergebung. Er wird dich bestimmt erhören. So ging es hin und her. Und der Wüstensand war nicht so heiß wie die Köpfe, die jetzt diskutierten. Hiob sprach über das, was den Mensch erwartet, wenn er stirbt. Der Mensch aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt. So legt er sich nieder. Und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind. Regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Oh, dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setztest und dann wieder an mich gedächtest. Mose, als er diese Zeilen schrieb, er wusste, was die Ägypter da haben mit ihrem Leben nach dem Tod, mit ihrem über den Nil schippern auf die andere Seite, ins Jenseits, das ist alles Unfug. Die Toten sind tot und bleiben im Grab. Die Pharaonen sind nicht irgendwo am Himmel. Die Pharaonen sind immer noch in ihren Grabkämmern. Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen. Hiob wusste, selbst wenn ich sterbe, kann ich wieder leben. Und inmitten dieses Gespräches, irgendwann war er so verzweifelt, weil seine Freunde nicht hören wollten und alles, was er sagte, schien in den Wind gesprochen zu sein. Nur drei Menschen hörten ihm zu und die hörten nicht wirklich zu. Und so rief er voll Verzweiflung aus: Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, oh, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden. Spätestens hier hat Mose beim Aufschreiben ein bisschen gelächelt. Gott hat sein Gebet erhört. Dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. Was waren das für Worte, die er für immer verewigt haben wollte, selbst wenn seine Freunde dahin gestorben wären? Die Worte waren: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Ich kenne ihn, ich weiß, dass er anders ist. Ich verstehe nicht, was gerade los ist. Ich kann es nicht begreifen, aber ich habe ihn lange kennengelernt. Ich weiß, wie er wirklich ist. Er ist mein Erlöser und egal, was jetzt gerade ist, er wird mich erlösen. Oh, wie ich wünschte, dass das alle Welt wüsste. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Seine Freunde wurden immer kühner. Sie verglichen ihn jetzt schon mit den Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben. Willst du den Weg der Vorzeit befolgen, den Pfad, auf dem die Frevel einhergingen, die vor ihrer Zeit weggerafft wurden, deren Fundament der Strom wegriss? Was du sagst, ist Irrlehre. Hüte dich. Aber Hiob war sich sicher, ja, er kennt meinen Weg. Er kennt meinen Weg, auch wenn ich jetzt gerade am tiefsten Punkt angekommen bin. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Wisst ihr nicht, meine Freunde, womit Gold geprüft wird? Wird es nicht im Feuer geläutert? Und er erzählte von dem, was er wusste über die Schöpfung. Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen und das Gewölk zerreißt nicht unter ihrem Gewicht. Und erinnert sich an die früheren Tage, als Gott noch sichtbar mit ihm war. Als er damals immer in die Stadt ging und die Leute aufstanden, als Hiob kam. Als die Fürsten aufhörten zu reden, weil dieser heilige Mensch solch eine unfassbare Liebe hatte.
die Elenden rettete, die Weisen sich um sie kümmerte, die Verlorenen bedachte. Er war das Auge der Blinden, der Fuß des Lahmen, der Vater des Armen. Er kümmerte sich um Dinge, die nicht ihn betrafen. Er war für andere da. Er war wirklich ein Knecht des Gottes, der Liebe ist und immer Liebe. Er erzählte seinen Freunden, damals haben sie auf mich geharrt. Sie haben gewartet wie auf einen Regen, wie auf einen Spätregen. Ich habe den Weg für sie ausgewählt. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich nicht auf eine Jungfrau blickte. Aber all das, was er sagte, hatte keinen Effekt auf seine Freunde. Und es hatte auch keinen Effekt auf seine Lebenssituation, die blieb gleich schlimm. Einer hatte sich mit der Zeit dazugesellt, ein jüngerer Mann. Und er hatte gewartet, weil er höflich war und dachte, naja, hören wir mal zu, was die Alten zu sagen haben. Jung bin ich an Jahren, ihr aber seid grau. Darum scheute und fürchtete ich mich, euch mein Wissen zu verkünden. Aber ihr könnt keine Antwort geben. Ihr versteht das Problem nicht. Ihr seid am Ende. Sie geben keine Antwort mehr. Die Worte sind ihnen ausgegangen. Aber ich bin voll Worten und der Geist, der in mir ist, drängt mich dazu. Es war nicht der erste junge Mann, der meinte, mit all seinem bisschen Lebensweisheit jetzt noch einen draufsetzen zu müssen. Er war ein bisschen klüger als die drei Freunde. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben, aber viel konnte er nicht beitragen. Und ehe er richtig am Ende war, entschied sich Gott einzugreifen. Man sah in der Ferne am Horizont der Wüste, wie ein Sturm sich zusammenbraute, der nur allzu perfekt das Innenleben von Hiob reflektierte. Und dort in diesem Gewittersturm erklang die Stimme Gottes. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Worte, die einfach so dahergesprochen werden, machen die Perspektive auf das Leben dunkel. Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du die Speicher des Hagels gesehen? Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Schau in den Himmel. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Jagst du Beute für die Löwen und stillst du die Begierde der jungen Löwen? Wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn sie Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Kennst du die Zeit, da die Steinböcke gebären und hast du beobachtet, wann die Hindernen kreisen? Wird der Büffel willig sein, dir zu dienen? Bleibt er an deiner Krippe über Nacht? Hast du dem Ross Stärke verliehen und seinen Hals mit der Mähne umhüllt? Schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Hiob hört staunend zu. Er weiß auf keine dieser Fragen eine echte Antwort. Er als Mensch soll ja eigentlich über die Tiere, die Schöpfung regieren, aber er stellt fest, es gibt Dinge, die weiß er nicht. Und es singt in seinem Kopf, es gibt Dinge, die weiß ich nicht. Und wenn ich mein Leben beurteile, muss ich immer im Hinterkopf haben, es gibt Dinge, die ich nicht weiß. Und bevor ich mich bei Gott beschwere, sollte ich darüber nachdenken, es gibt Dinge, die ich nicht weiß. Vielleicht gibt es in dieser Geschichte etwas, was ich nicht weiß. Irgendetwas, was ich nicht begreifen kann, aber was trotzdem total real ist. Und noch ein Gedanke kam ihm. Als Gott einen Tag nach dem anderen die Schöpfung Revue passieren lässt und über seine Sorge für die Geschöpfe spricht, da fiel ihm auf, dass ein Geschöpf nicht angesprochen worden war. Der Mensch. Was war selbstverständlich? Wenn Gott sich um die Adler kümmert und Gott sich um die Raben kümmert und Gott sich sogar um die Steinböcke kümmert und um die Löwen, die fressen und andere Tiere jagen, wird er sich nicht auch um mich kümmern? Und wenn es gerade so aussieht, als ob er sich nicht um mich kümmert, liegt es vielleicht daran, dass ich gerade etwas
nicht weiß? Sieh, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet, konnte nichts antworten und ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Aber Gott wollte ihm noch mehr mitteilen. Er war noch nicht fertig. Und er sagte zu ihm, sieh doch den Behemoth, den ich gemacht habe wie dich. Gras frisst er wie der Ochse. Sieh doch, welche Kraft in seinen Lenden liegt und welche Stärke in seinen Bauchmuskeln. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind fest verflochten. Da gab es noch große, gewaltige Echsen nach der Sintflut. Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie Eisenstangen. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Kann man ihm seine Augen greifen? Kann man mit Fangseilen seine Nase durchbohren? Du, Hiob, bist Mensch. Du bist der König über die Schöpfung, aber du kannst nicht einfach mit den Geschöpfen so handeln, wie du willst. Und wenn du den Behemoth nicht einfach nach Belieben an der Nase herumführen kannst, dann wisse, deine Regierung widerspiegelt meine Regierung. Und auch ich kann nicht meine Geschöpfe an der Nase herumführen, wie ich will. Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus? Kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Wird er dich lange anflehen und dir freundliche Worte sagen? Lege doch deine Hand einmal an ihn. Du wirst den Kampf nicht vergessen, glaub's mir. Du wirst es nicht noch einmal tun. Hinter ihm leuchtet der Pfad. Man könnte die Flut für Silber halten. Er schaut alle Hohen an. Er ist ein König über alle Stolzen. König über alle Stolzen? Leviathan, dieses Seemonster? Du kannst das Seemonster nicht einfach so an der Nase führen und zwingen. Hiob, ich darf es dir nicht öffentlich sagen. Ich darf es dir auch nicht laut sagen. Aber ich sag's dir durch die Blume oder in dem Fall durch die Klauen des Leviathan. Schau mal den Leviathan an. Diese grässliche Schlange, diese Wasserschlange, diesen Drachen. Du kannst ihn nicht einfach schnell besiegen. Hiob, es gibt einen anderen Leviathan. Einen anderen Drachen, den man nicht einfach so schnell mir nichts, dir nichts besiegen kann. So. Für wahr, ich habe Dinge geredet, die ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind, die ich nicht begreifen kann. Aber jetzt verstehe ich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und Gott sagt, mein Zorn ist entbrannt über dich. Aber das sprach er nicht zu Hiob, sondern zu den Freunden. Und deine beiden Freunde, zu Eliphas und den anderen beiden. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also, die Engel, selbst den Engeln war es ein bisschen kompliziert. Der Hiob beschwert sich bei Gott. Die Freunde verteidigen vermeintlich Gott, sind aber ziemlich kühl. Dann kommt Gott, fragt den Hiob, antworte mir. Der sagt, ich weiß nicht, es tut mir leid, Verzeihung. Und Gott sagt, ihr Freunde seid schuld. Aber das waren sie. Sie hatten den Charakter Gottes falsch dargestellt. Hiob hatte recht gehabt. Mit dem, was er gesagt hat. Und jetzt sollte Hiob für seine Freunde bitten. Er sollte ein Opfer bringen. Er hatte das immer gemacht für seine Söhne und seine Töchter. Er hatte immer geopfert in der Hoffnung, dass wenn sie gesündigt haben, sein Opfer dazu helfen könnte, dass sie wieder auf den rechten Weg finden. Sollte er auch für diese Freunde opfern, die ihn so schmählich in den Rücken gestochen hatten, als von seinem Rücken nicht mehr viel übrig blieb, als nur noch Eiter. Er tat das. Denn von Anfang bis Ende war er in dieser Geschichte ein Symbol für Gottes Charakter. Und als er die Widder schlachtete und als er sich niederkniete und für Eliphas
und verbildert. Und die anderen betete für die, obwohl er unschuldig war, die ihn als Verbrecher bezeichnet hatten, als einen der vorsintflutlichen Sünder, als er für sie betete und sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie sagten. In dem Moment wendete der Herr Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und Hiob wurde wieder reich. Hiob wurde wieder gesund. Hiob bekam doppelt so viele Herden, doppelt so viel Geld. Er bekam von allem doppelt. Und er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter, die schönsten im Lande. Und als er immer wieder später darüber nachdachte und sich die Frage stellte, warum habe ich doppelt so viel Geld und doppelt so viele Herden, aber nur 7 Söhne und 3 Töchter bekommen, obwohl ich ja vorher schon 7 und 3 hatte, dann dämmerte es ihm plötzlich. Ich brauche nur 7 und 3, weil die anderen, die habe ich schon. Sie werden nicht verloren sein. Wenn ich einmal aus dem Staub mich erheben werde, wenn er mich rufen wird aus dem Totengrab, dann werde ich 14 Söhne und 6 Töchter haben. Und Mose setzte einen letzten Punkt auf den Papyrus, rollte dieses Buch, das er als großes Gedicht geschrieben hatte, zusammen. Vielleicht war es ihm nicht bewusst, dass es eines der größten Meisterwerke der gesamten Weltliteratur war. Er faltete es zusammen, steckte es in seinen Mantel und rief wieder eines der Schafe, das weglaufen wollte. Und Jahr für Jahr lebt er dort, in den Bergen Midians, mit den beiden Büchern, Bereshit, die Geschichte der Welt und der Erlösung, und Iob, die Geschichte eines Kampfes zwischen Gott und Satan. Und er fragte sich, ob all diese Geschichten etwas mit ihm zu tun haben. Er, der auch so viel verloren hatte und scheinbar nichts hatte. Wollten diese beiden Bücher ihm etwas sagen? Das werden wir heute Abend sehen. Liebe Freunde, diese beiden Bücher sind bis heute der Grundstein dessen, was Gott zu uns spricht. Wenn wir jetzt gleich ein Lied singen, dann lasst uns darüber nachdenken, was Gottes Wort in unserem Leben bewirkt und wie unser Leben verändert. Lasst uns gemeinsam, lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du damals die Entscheidung gefällt hast, dass die Geschichten deines Handelns nicht nur mündlich tradiert werden, sondern dass sie aufgeschrieben werden, dass sie für immer konstant bleibend erzählen von deiner immer konstanten Liebe. Dass Menschen nicht dazu dichten können oder hinwegnehmen von dem, was du gesagt und getan hast. Und hab Dank, dass wir heute sehen konnten, dass selbst dann, wenn uns scheinbar alles verlässt und wenn es so aussieht, als ob selbst du gegen uns stehst, dass wir wissen dürfen, dass du nie einen Fehler machst und dass du immer derselbe bist. Manchmal verstehen wir nicht alles, aber es kommt der Zeitpunkt, wo wir verstehen werden. Und bis dahin wollen wir glauben. Wir wollen festhalten an dem Wissen, das wir bisher durch Erfahrung gewonnen haben, dass du gut bist. Und wollen dir danken, dass dein Wort uns darin bestätigt. Segne uns heute an diesem Tag, den du besonders gesegnet und geheiligt hast, um über dich und deine Schöpfung nachzudenken. Und bring uns heute Abend wieder zusammen, um darüber nachzudenken, was du für dein Volk Gewaltiges getan hast. Im Namen Jesu. Amen.